Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeister-Basis-Qualifikationsprüfung aus dem Fach NTG aus dem Frühjahr 2012 und gerechnet werden soll heute die Aufgabe Nummer 5. Bei der Aufgabe Nummer 5 handelt es sich um zwei Transportbänder, die mit unterschiedlicher Geschwindigkeit Pakete zueinander transportieren und die Pakete werden zu unterschiedlichen Zeiten auf die Bänder gelegt und gesucht ist die Zeit, nach der das zweite Paket das erste Paket einholt. Bevor wir uns wieder gegeben und gesucht aufschreiben, machen wir uns eine Skizze, um den Sachverhalt so ein kleines bisschen zu verdeutlichen. Und in der Skizze zeichne ich mir zunächst mal das erste Laufband ein. Das Band 1, wie lang auch immer es sein mag, dort wird also zur Zeit t gleich 0 ein Paket aufgelegt und das Band 1 fördert jetzt oder bewegt das Band mit einer Geschwindigkeit von v1. Gegeben ist also v1 gleich 2,2 Meter pro Minute. Ja, Band 2 hat den gleichen Startpunkt wie Band 1,